Hallo Leute, willkommen zu einer neuen Folge Darmstadt TV. Vorab ist es draußen richtig mächtig am Regnen. Ich hoffe, ihr könnt mich trotzdem verstehen. Wir haben heute wieder meinen Mondeo MK3 Baujahr 2006 hier in der Werkstatt. Ich weiß, dass viele von euch gerne noch Videos von diesem Auto sehen wollen. Deswegen machen wir das natürlich. Und weil an dem Auto auch ständig irgendwas zu tun ist. Heute habt ihr so ein kleines Klappern an der Hinterachse, was immer lauter geworden ist, worum wir uns heute kümmern wollen. Das ist so, wie wenn einer mit der Hand so unter das Auto schlägt, so hört sich das an, bei Straßenunebenheit. Das in der Regel sind das die Koppelstangen. Ich habe euch mal ein Video gemacht, was ich euch jetzt hier im Anschluss mal nach dem Intro mal zeige, wo man das vielleicht sehen oder hören kann. Wir haben die Kamera unterm Auto montiert. Ich weiß nicht, ob man da was sieht oder hört, das haben wir gerade erst gemacht. Dieses Video und hoffentlich die Reparatur wie immer nach dem Intro. Ja Leute, wir haben euch gerade hier das Video eingeblendet. Ich hoffe, man konnte es sehen. Es geht um dieses Teil hier. Ist auf beiden Seiten natürlich vorhanden, die sogenannte Koppelstange. Ja, und was ist überhaupt eine Koppelstange? Naja, ihr müsst euch vorstellen, wenn das Auto jetzt, sagen wir mal, eine scharfe Rechtskurve mit einer hohen Geschwindigkeit fährt, dann, sag ich mal, beugt das Auto sich ja nach links, also ins Kurvenäußere. Und dann haben wir jetzt hier diese Koppelstangen auf beiden Seiten und den sogenannten Stabilisator hier in der Mitte. Nochmal von der anderen Seite. Hier ist die Koppelstange. Und wenn das Auto jetzt eine scharfe Rechtskurve sich nach links neigt, dann ist das diese Koppelstange, weil sie ja am Querlenker, der beweglich ist, fest ist, überträgt der dieses Moment praktisch auf diesen Stabilisator, den Querstabilisator hier oben, auf die andere Seite, und am anderen Rad am Querlenker ist genau die gleiche Koppelstange dran, ja, die einfach dafür sorgt, dass das Auto sich nicht so stark in die Kurve neigt und die Bodenhaftung nicht so schnell verliert. Die Dinger gehen ab und zu mal kaputt. Ihr seht auch, dass die schon älter sind, die sind auch stark verrostet. Und wir haben jetzt mal was Neues ausprobiert, beziehungsweise das haben wir sogar schon öfter ausprobiert, nämlich diese Koppelstangen, je nachdem von welchem Hersteller man die kauft, sind die auch relativ schnell dann mal wieder kaputt. Und jetzt gibt es etwas, was angeblich länger halten soll. Das zeige ich euch mal. Ich möchte euch vorab sagen, dass wir von dieser Firma, wovon dieses Teil ist, kein Geld bekommen haben. Wir haben auch keine Produkte von denen bekommen. Wir haben keinen Kontakt zu dieser Firma Mahle. Ich zeige euch das einfach aus Überzeugung. Und wenn die Firma das sieht, dann kann die sich gerne mal bei uns melden, wenn die das möchten. Das würde man nämlich gerne öfter einbauen, solche Teile. Und zwar ist, also Mahle ist ein Erstausrüster, die Teile in OE-Qualität, also in Originalherstellerqualität, so wie das Auto vom Band gelaufen ist, produziert für den Aftermarket. Und diese HD-Serie hier, da nimmt die Firma Mahle sich eine Koppelstange. Das ist jetzt die von der anderen Seite, die habe ich jetzt schon gewechselt. Hier seht ihr auch, dass die kaputt ist. Und designt diese Koppelstange einfach neu. Das sieht dann in dem Fall jetzt so aus. Man sieht erstmal so keinen Riesenunterschied, bis auf die tolle blaue Farbe. Aber man sieht, dass dieser Gelenkkopf hier oben vom Durchmesser etwas größer ist. Ja? Und da auch andere Werkstoffe drin verbaut sind. Die schreiben hier auch drauf Better than OE, also besser als das Originalteil. Und da haben wir schon verschiedene Teile von gekauft und die sahen zumindest optisch, wobei ich mir nicht anmaßen will, das ingenieurstechnisch beurteilen zu können, aber die sahen optisch schon mal so aus, als ob die deutlich mehr auf Haltbarkeit getrimmt sind. Und da das mein eigenes Auto ist und die Dinger echt nicht viel teurer sind, bauen wir die jetzt hier mal ein. Wie gesagt, die Rechtsseite haben wir schon gewechselt, um zu gucken, welches Werkzeug wir brauchen. Und damit fangen wir jetzt an. So, hier mal ein bisschen Kriechöl hier dran. Und jetzt kann ich das hier theoretisch abschrauben und hier in der Mitte, da passt ein 6er Imbus rein, da hält der Mark jetzt quasi gegen, dann würde ich das hier abschrauben, aber da das, es dreht sich mit,
man das sehen kann, das dreht sich oben mit in der Mitte. Also muss man jetzt gegenhalten, da das Teil sowieso kaputt ist und neu kommt. Und mit der Ratsche hier mehr Platz hat als mit diesem Ringschlüssel, schrauben wir das mittlere Teil jetzt einfach rein, weil das ja sowieso kaputt ist. Und haben es dann wahrscheinlich schneller draußen. Rein, ne? Rechts rum. Ja, läuft. Du bist aber voll vor der Kamera gelaufen. Ein bisschen noch? Oh, nee, gut. Dreht jetzt unten leider schon durch, weil das alles sehr rostig ist. Deswegen hält der Marc das Ding jetzt von oben mit einer Zange fest. Dann versuche ich das hier unten abzuschrauben. Ab. Ja, das war eine schwere Geburt gewesen. Ne? Hier vorne, seht ihr, wo der Marc hier gekontert hat, einfach in das Gummi reingedrückt. Lass mal los. Und dann mal das Gummi hier abreißen. Seht ihr, dass er hier praktisch auf diese Stange direkt drauf gehalten hat und das dann mit massiver Gewalt hier abgegangen ist. Hier sieht man übrigens auch ganz gut den Defekt. Das Ding hat nämlich Spiel, wie sonst was hier. Ja, hier ist kein Fett mehr drin in diesem Kugelgelenk. Und das hat, ich mach mal an meinem Mikrofon, dass ihr es hört. Ja, das hat richtig, und so darf sich das nicht bewegen lassen. Dann setzen wir die neue Koppelstange mal ein. Die Muttern sind natürlich dabei. Die sind aber bei allen Koppelstangen dabei, wenn man die so kauft. So. Dann setze ich die Muttern erstmal lose an. Okay. Und das sind jetzt, eben waren es 17er, das sind jetzt 15er. Also, es ist da hinten so eine Fläche, wo man das gegenhalten kann. Mit einem Maulschlüssel. Da versuchen wir jetzt dran zu kommen. Hätte man vielleicht besser vorher gemacht. Und dann kann man sich die einmal so drehen, dass man mit dem Schlüssel da einigermaßen dran kommt. Jetzt haben wir das mit der Zange hier gegengekontert und können das jetzt hier einfach festschrauben. Fest. Ein 5er Imbus drin. Ich setze also hier meinen Ringschlüssel hier auf und den gekröpften 5er Imbus da rein und kann das jetzt hier von unten festdrehen. Das tun wir dann da noch ein bisschen. Es gibt ja auch anderes Werkzeug für, zum Beispiel das, was wir nutzen, um Stoßdämpferteller zu montieren. Das könnten wir dafür jetzt auch nehmen, aber das jetzt rauszusuchen und zusammenzubauen für diese zwei Muttern hier, das lohnt einfach nicht. Und das funktioniert so eigentlich ganz gut. Zum Thema Drehmomente. Ich mache das erstens schon recht lange und ich kenne mein Auto auch sehr gut und ich habe einfach im Gefühl, wie fest so eine Mutter sein muss. Ich weiß, dass das bestimmt einige von euch anders sehen. Aber wenn ihr unsicher seid, wie fest so eine Mutter sein muss, besorgt euch eine Drehmoment-Tabelle. Gibt es im Internet für das Auto, auch kostenlos, habe ich schon gefunden. Will keine Werbung machen, aber die gibt es auf jeden Fall, wenn man das bei Google eingibt. Und dann habt ihr auf jeden Fall auch die Schrauben da alle mit dem richtigen Drehmoment angezogen. Ja Leute, das war der Wechsel der Koppelstangen bei diesem meinem Ford Mondeo MK3 Turnier Kombi. Geht bei allen MK3 Turniers übrigens gleich. Natürlich, die Hinterachse ist ein bisschen rostig, ich habe da eben gesehen, ja, die werde ich jetzt auch noch ein bisschen entrosten auf jeden Fall, dass der nächste Typ da auch nichts zu meckern hat. Ansonsten begleitet mich das Auto schon seit fast 300.000 Kilometern. Demnächst gibt es noch ein Video von dem Auto, kann ich jetzt schon mal anspoilern, nämlich der Fahrer sitzt, der sieht Katastrophe aus nach der Laufleistung. Da machen wir auch eine günstige Reparatur. Könnt ihr mal drauf gespannt sein. Das ist eines der nächsten Videos auf jeden Fall. Ansonsten wie immer danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal hier auf Werkstatt TV. Stopp.